Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der gerade auf dem Marsch. Wir werden erstmal jetzt auf Feld 13 die nächste Aussatz vorbereiten. Mit Standard-Seemaschine. Und der geht dafür auch. Dann der andere Bauer noch ein bisschen. Die war ja auch voll. Nur sollte aussehen und Kühe brauchen nichts. Hier habe ich alles. Die Strohsorte wäre nicht schlecht, weil Stroh. Nehmen wir Raps, weil das ist jetzt dann können wir auch mal Dünger herstellen oder Diesel herstellen. Wer muss das Werk mal geleistet haben? Da sind wir schon da. So. Hier war Aussaatfeld 13. Richtige Maschine, richtige Maschine. Und den Düngerstreuer auf dem Auge behalten hier. Ja, der düngt auch da, wo schon Gülle ist. Ja, oder aber das macht nichts, nicht nur tragisch. Können wir sowieso nicht einer. Wäre mal ganz böse interessant, ob das als dreifach gilt. Ja, als. Ja, gut. Das wäre auch eine Option, ne? Die Temperatur steigt, dann wird bald der Regen aufhören. Aber da war ich dran. So, aus wie Maus. X. So. Andere haben wir stehen. Dann wäre die Aussaat näher fertig, wenn das LED ist. Muss man jetzt überlegen, wenn das hier unsere die ersten Früchte gewachsen sind, auf 1, auf 14 ist schon fertig. Da ist schon 2 und die 15 muss nochmal gedüngt werden.
Deswegen fahren wir da mal jetzt hin. Und wir werden ein bisschen Gras sammeln. Wir werden Gras sammeln für die Kühe, für die Mu. Kriegen frisches Gras. Mir ist gerade so danach. Das heißt, den kann man so nehmen. So. Wir müssen mal die Paletten wegbringen. So. Das heißt, Gras sammeln. Wir wollen. Ja, wir können auch mähen direkt. Aber dann muss ich das Gewicht ablegen. Also, ist ja auch möglich, dass wir vorne mähen und hinten. Und wäre ein bisschen leicht, ne? Ich glaube, der Traktor macht das nicht mit. Der ist zu leicht dafür. Wenn ich das ganze vorne Geschirr anhänge zum Mähen, dann ist Dampf viel Gewicht. Dann nehmen wir den Fendt. Ich glaube, geht der eh rum. Ja, genau den. Und das nicht. Die Breitreifen können wir umrüsten dafür. Ja, das wäre besser gewesen für die Gärreste. So. Das kann man nicht am besten hin im Flug. Wieder ohne Schuppen, ne? Rennen und Schuppen. In der kleinen Halle. Versuchen mal reinzufädeln. Gut aus. Gut, kurz umrüsten. Normalbereifung, hinten Gewichterammel, Radgewichte für hinten. Tacken brauchen wir auch nicht. Nicht notwendig. So, das verlieren wir einfach nicht. Genau, das wollte ich machen. Das können wir das Gewicht nicht gleich mal anstellen. Eigene Ecke in Sichtbereich, da brauchen wir nicht suchen. So, vorwärts, Junge. Wir haben Gras, Grashunger.
Wenn wir jetzt so rangehen, von hier. Jetzt haben wir den Fendt genommen, weil der ist ein bisschen größer. Dann können wir gleich Gras mähen und gleich auf Hänger aufladen und sammeln. Ja, muss halt so rumgehen, ne? Ja, da geht's auch nicht. Könnte sein, dass das Ding vielleicht drehen müssen. Wenn es überhaupt geht. Ah, das geht so nicht. Das geht nur. Gehen wohl die anderen Geräte nur, aber gut. Dann werden ein paar Bahnen mähen und dann geht los. So, Thema 16 Uhr Kühe füttern, ne? Ja, das macht ja auch nichts. Hier müssen wir beschäftigt sein. Noch mähen ja die, oder Quatsch, mähen. Noch wird ja auffällt. 13 und 3 ausgesät. Und das werden wir jetzt hier entsprechend ein bisschen Gras sammeln. Einfach mähen. So, mal X. V und B. Hinten. V. Brauchen wir Hilfe. Schrottablage ist richtig. V. Versuchen wir mal halbwegs gerade zu. Main. Wir werden nicht alles mähen. So, fahren wir die Rande rund. Kleine Runde hier. Das Blöde ist ja, wir brauchen ja nicht viel, weil jetzt hier nur eine Runde fahren. Und dann werden wir entsprechend gleich sammeln. Oder regnet das nach? So, auf Zeit. Aber die Vorhersage sagt wieder Regen an, ne? So, abstellen. Werden wir einsammeln, muss ja reicht. Und dann wollen wir überlegen, wenn gerade trocken ist, mein gut.
Ob das Sinn macht, jetzt ja gleich Gras zu mähen, ob das ja noch nicht trocken ist. Ne? Also wir haben jetzt Mittagszeit, die Sonne kommt hoch. Muss ich mal messen, das ist, glaube ich, sehr nass, glaube ich. Normalerweise mache ich das nicht mit Pflegebereifung. Aber das ein bisschen muss man gehen. Das ist Gras. Die können wir mal testen. Ja, sehr nass, sehr nass. Ja. Achso, das geht nicht. Lenkung dagegen geht nicht. Das sammeln wir ein und dann wir werden kein Gras machen. Für Ballen. Mal gleich nachlesen, Silageballen, ob das doll nass sein darf. Vom logischen her nicht. Nicht zu empfehlen. Sag mir mein Verstand jetzt. So, also zu laut. Ja, ja, schauen wir mal, ne? Ich bin fast voll. Müsste auch so braune Kühe sowieso nicht, also. So, was haben wir? Über 30.000. Ja, der erste ist fertig. Nacharbeiten noch. Ja, das ist gut. Stroh wollten wir auch noch holen. Dann können wir gleich Stroh wieder machen. Krass. Bin mal gespannt. Gefürchtet. Wenn man das Gras einlagern, ne? Das, was ja eigentlich technisch gesehen nicht geht. Also Gras kannst du nicht einlagern. Du kannst Heu einlagern, aber nicht Gras. Lagern wir ein und dann können wir da gleich ein bisschen Stroh rausholen und dann ein bisschen gleich Stroh geben. Also Frage der Programmierung.
So mit Stroh. Und dann sind wir froh. So. Das. So. Naja, machen wir ruhig voll. Den Rest können wir wieder reinfahren. Ne? Mit Futter kriegen wir dem nicht. Ist doch gar nicht. Stroh zu leicht. Sehe ich noch mehr. Aber da haben wir den blauen dafür. Normalerweise. 15%. Ah. Ja, wenn wir blind, ne? Durchkommen hier. Gerade so. Bisschen eng hier. Können wir gleich Wasser fahren. Wasserfass. So, liebe Freunde in einer Stadt, das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.